Wie in vielen Faschingshochburgen ist der heutige 11.11. auch im Terminkalender der Wilkauer Narren ein fester Termin. Traditionell wird immer um 11.11 Uhr dem Bürgermeister durch den Wilkauer Karnevalsclub der Rathausschlüssel abgenommen. Und das war natürlich auch in diesem Jahr wieder so. Schon weit vor 11 Uhr am heutigen Dienstag hatten sich die Narren des WCC vor dem Wilkauer Rathaus versammelt. Bei stimmungsvoller Musik probte man schon mal den Schlachtruf, mit dem man jedes Jahr den Bürgermeister aus seiner Amtsstube lockt. Und der lautete auch diesmal wieder: Stefan rückt den Schlüssel raus. Stefan rückt den Schlüssel raus. Schalalala. Bereits am Wochenende sorgte der WCC für richtig gute Stimmung anlässlich der Feier zum 50-jährigen Bestehens des Vereins. Genau, wir sind 50 Jahre alt geworden als Verein, obwohl man uns das natürlich nicht ansieht. Wir sind jung geblieben und haben am vergangenen Samstag hier in Wilkau an der Muldenerhasse eine sensationelle Party gefeiert, gemeinsam mit den Prinzenbergern in ausverkauftem Haus. Eine Stimmung bis in die Morgenstunden, es war einfach toll. Und heute wollen Sie dem Stefan Feustel den Rathausschlüssel wieder abnehmen? Ja, das ist ja gewissermaßen schon Tradition in Wilkau, dass wir den Schlüssel am 11.11. 11.11 Uhr vom Bürgermeister übernehmen. Und ich habe auch das Gefühl, er ist immer ganz froh drüber, wenn er mal ein paar Wochen nicht im Amte ist. Und dann sind wir im Grunde bis zum Aschermittwoch hier die Herrscher über die Stadt. Bis zum Aschermittwoch, das heißt auch, es wird eine Menge von Veranstaltungen geben. Es wird jede Menge von Veranstaltungen gehen. Es beginnt am 10. Januar in Kulitsch und endet irgendwann am Faschingssamstag beim Gasthof Mädel in Oberhohndorf. Auf unserer Webseite www.wcc-original.de stehen alle Termine, Kartentelefone und alles, was man wissen muss. Und dann zeigte die Rathausuhr 11.11 Uhr. Mit ihrem Schlachtruf holten die Narren den Bürgermeister aus dem Rathaus. Und der ließ sich in diesem Jahr auch gar nicht lange bitten und gesellte sich zum närrischen Volk. Dann gab es einen kurzen Schlagabtausch zwischen ihm und dem Präsidenten des Wilkauer Karnevalsclubs. In diesem Jahr standen solche Themen wie die Flutmauer, der Bau der Kirchberger Straße, die Haushaltssperre und die zukünftige Nutzung des Bahnhofs auf der Tagesordnung. Die Idee ist, diesen in ein Jugend- und Freizeitzentrum umzubauen. Und dann übergab der Bürgermeister den Rathausschlüssel und damit die Macht bis zum Aschermittwoch an die Narren. Auch diesmal wurde natürlich wieder das Prinzenpaar gekürt. Prinzessin Christiane und Prinz Lutz III. Gaben dann auch noch das Motto der diesjährigen Faschingsveranstaltung bekannt. Und das lautet in diesem Jahr: Der WCC, den jeder kennt, jetzt ziehen wir in den Orient. Damit ist sie auch in Wilkau offiziell eröffnet. Die Faschingssaison 2014-15.